Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ich tue hier gerade dieses Blazing Perfarium komplett mal schmelzen, also alles, was wir aktuell besitzen. Und schau mal, ob das so funktioniert, weil rein theoretisch müsste ich das ja irgendwie, ja, in ein Cauldron kriegen. Das Problem ist, wie kriege ich das am besten in ein Cauldron rein? Weil das ist ja leider nicht unbedingt so einfach. Ich versuche es mal so, aber scheint nicht zu funktionieren. Das ist die andere Idee, die ich hatte. Einfach jetzt mal einen Cauldron zu nehmen. Ja, Cauldron. Das ist ein Wood Cauldron. Ich brauche einen Cauldron. Auch mal ein anderes Eisen. Irgendwie muss ich das ja da rauskriegen. Kann ich das nicht einfach so rausschöpfen? Muss doch irgendwie gehen. Irgendwie muss ich doch damit arbeiten können. Ein Bucket. Ah, da schmelze ich höchstens den Bucket ein. Als ob das jetzt funktioniert. Ja. Soll ich dazu noch was sagen, außer wow? Das war irgendwie sehr, sehr unerwartet. Habe ich hier irgendwo nicht mehr einen Blue Slime? Dann wächst jetzt hier auch der Red Slime. Dann sollten wir demnächst auch endlich Red Slime erhalten, mit dem wir natürlich noch einiges vorankriegen können. Das wäre natürlich super. Ja, da war schon ein bisschen was Rotes. Jetzt mal Slime schauen. 400 von dem, aber wir haben noch nichts von dem bis jetzt gehabt. Und jetzt kriegen wir endlich roten Slime. Also jetzt hoffentlich einiges auch an Möglichkeiten eröffnet in Zukunft. Was war da? Ich habe gerade so viel auf einen Schlag überflogen irgendwie. Charging Station. Space Time Alex. What? Fusion Reactor Controller Contract Market Machine Casing Tritium. Das ist sogar ein What? Oder haben wir jetzt hier Cobalt Ore? Schau mal, Cobalt Sapling. Dafür brauche ich Purple Slime. Oder nehme eine Purple Slime Sapling und übergieße die mit Kobalt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Und einen Purple Slime Sapling erhalte ich aus Destabilized Redstone. Das kriege ich auch hin. Destabilized Redstone ist im Grunde nur Redstone in Pulverform.
Jetzt habe ich halt noch hier so einen halben Bucket, aber. Das ist jetzt kacke. Reicht das für einen? Ja, shit. War halt jetzt wieder Verschwendung. Wir legen ein Bucket hier rein und. Hier rein. Ich brauche jetzt ein bisschen Redstone. Dann schauen wir mal, wie viel so ein Redstone ausmacht. Leute, das sind jetzt 4, 5, 6, 7. One Block. Das sollte genau passen. Perfekt. Dann brauchen wir wieder Slimy Slime. Slime Slime, wir haben jetzt mittlerweile schon da zwei Pflanzen von. Perfekt. Dann brauchen wir noch eine Pflanze von dir hier. Jetzt haben wir Purple. Purple. Schön. Und jetzt gehen wir schnell rauf. Muss ich mal gucken, warum konnte ich Green Slime Dirt? Ah, genau, weil Kaktus. Habe ich Vines? Habe ich. Kaktus, da. 8 Vines. Macht jetzt wahrscheinlich nicht am Ende viel aus, aber wir nehmen alles, was wir in Milch haben. Und tun jetzt dann das alles mal umwandeln. So, dass wir davon ein bisschen Slime kriegen. Zack. So, perfekt. Dann tun wir den Rest wieder weggeben, den wir gerade nicht brauchen. Oben zu unseren Slime-Pflanzerl. Dann tausche ich mal den Slime hier gegen Green Slime aus. Schauen wir mal. Und dann setzen wir drei von euch hier und einen von euch hier. Dann wächst es nicht schon mal um einiges besser. Klar, es wird trotzdem brauchen und alles. Da ich Blue Slime Dirt verwendet, da ich Green Slime Dirt jetzt verwendet. Auch nicht schlecht. So, jetzt schauen wir mal unter Advancements. Eigentlich haben wir noch Hogtide hier. You win. Complete all achievements on the page. Oink Tree. Craft a Beacon. Bacon Sapling. Craft a Donut Sapling. Achievements. Ja, da fehlen uns halt noch um einige was. Armor 404. Craft the entire Glitch Infused Armor Set. Craft an Wielding Gadget to Chunk Load a 500 Chunk Area. Eat your heart out. Craft and eat a Cyclic Heart Container. Craft an Enchantment Table. Okay, das Ganze muss ich halt noch machen zum Beispiel. Farming, das ist jetzt das Ganze mit Säulen und alles. Condense with use an anvil and a cow. Create a cow in a jar to get infinite milk. Okay.
All the trees. Obtain Osmium. Okay, dafür noch halt 8 Saplings. Nothing really matter. Craft and any Tinker's Construct Madoc to help with farming. It's an end of the war as we know it. Craft any of the dialogue fences from Fence Overhaul. The Herald. Use Hydrogel to take the place of water in the middle of your farm. Okay. Sugar Daddy. Place snatch to grow sugarcane seeds. Top in it at an accelerated rate. Okay. Yes, we can grow tiny progressing water can it to increase crop growth rate. Animals cropping. Okay. Ja, da ist noch einiges zu tun eigentlich. Swap the deck. Use on any mob to swap their DNA. Swap the deck. Use any mob to swap the DNA. Swap the deck. Swap the deck. Okay, also wenn ich jetzt runter vorgehe zum Beispiel hier. Jetzt bin ich neugierig. Ich habe hier viele Hallöchen. Swap the deck. So, okay, warte. Und was ist jetzt damit? Craft the chicken feed from seeds. A swap of DNA and a bucket of experience. Chicken feed. Chicken feed. Was stand da jetzt? Einmal Advancement. Kauft der Chicken Feed from Seeds, A and the Bucket of Experience. Seeds habe ich. Ich schau mal, ob wir das noch schaffen. Bucket of Experience. Dafür brauche ich einen Bucket. Kann ich sicher nicht rausnehmen. Dann holen wir uns noch Seeds. Und dann. GM Chicken Feed. Feed to Chicken. Single use for Chicken. Minecraft Cow DNA. Spawn cow. Please, what? Kann er mit einer Kuh jetzt spawnen? Damit habe ich doch den blöden Swap jetzt verloren, ne? Ah, ich habe dafür ein Egg. Okay, hat das jetzt nicht was gebracht? Feed an adult chicken a bag of fat and collect its spawn egg. Achso. Ich muss noch das spawn egg collecten. Jetzt eckernd. Bedeutet, das habe ich jetzt rein theoretisch auch erledigt. Das ist halt noch die ganzen Seeds sammeln, das sind die ganzen Bäume. Age of Power, ja, da bin ich noch. Tier-free Charger for either charging in high capacity. Tesla was the right. Craft wireless charger. Holy shit. Oops, I did it again. The exchanger tool to easily swap out blocks. Switch exchanger gadget mode using the G key. Craft a cyclic uncrafting grinder to break down items and blocks. Slush puppy. Craft an industrial forging forester to make ice, packed ice and snow. You can use the mechanism engineered smelter in place of a vanilla furnace.
allows you to configure pipes and machines with ease. What the fuck is this feel? Fits wie ship. Control yourself, craft and simple storage. Network processing controller block. Age of Exploration, da haben wir jetzt angefangen. Come fly with me, craften. Ship to fly around. Let the hunt begin. Travel to the hunting dimension using the hunting cake. Okay. Compact your world. Travel to any sized compact machine dimension. Create the dimension using the Visual Thief Projector. Use the personal shrinking device to enter the dimension. Hell of a boat ride. Place water in the nether using a bucket. Then place a boat on the water. Profit. Wither without you. Exterminate wither. Travel to the deep into the end void to find the end city floating ship to obtain Elytra. Need a mint craft dragon's breath. Then Age of all things. OMG lol. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, das war eine ganz erfolgreiche Runde. Wir schauen mal schnell, was noch die Slimes zu sagen. Aber ich habe das Gefühl, das wird was. Der eine braucht noch ein bisschen, aber er bringt schon was. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst mich einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.